Ja, und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eladrim zu einem neuen Part Lego Jurassic Park Vergessene Welten, der zweite Film im Lego-Spiel, das alle vier Filme inbegriffen hat. Wir spielen Part 2 von Teil 2. Und begeben uns jetzt mal zur Levelplatte. Und lange ist es ja, dass wir es gespielt haben. Es ist vermutlich so, dass der nächste Part dann auch wieder ewig lange brauchen wird, bis er kommt. Los geht's. Frisst alles. Was ist das? So, Angriff auf das Lager. Heißt dieses Level, ich spiele Sarah Harding, Sarah Harding. Wahrscheinlich gleich mal ein Rennlevel. Ja, wir rennen für einen T-Rex davon. Freut mich, das mal wieder zu spielen. Muss ja auch irgendwann fortgesetzt werden. Joa. Zwischendurch mal. Jeden Monat ein Part. Was? Das war's schon mit dem ersten Level? Na, holla. Und weiter geht's, ja, selbstverständlich. So. Schön mal hier alles kaputt machen. Schön die Stats einsammeln. Wir benötigen. Für den wahren, was ist hier, Überlebenden wahrscheinlich, wenn ich mich recht entsinne. Und ihr wisst ja, ich bin geldgeil im Lego-Spielen. Bei jedem Lego-Spiel, also. Nö, den retten wir nicht dort. Nö. Nö, dich rette ich nicht, nö. Schau zu, wie du selbst überlebst. Schau zu, wie du zurechtkommst. Nicht mein Problem. Na gut, ich komme, ich rette dich. Los, komm, zieh, Bruder. So, eins von fünf gerettet. Was, ich soll noch vier andere weitere retten? Andere weitere, genau. Fängt schon hier wieder an. Gut, Deutsch ich sprechen könnte. Hervorragend. Ja, dann retten wir mal fünf weitere Persönchen und sammeln auf dem Weg mal ordentlich Stats ein. Zack. Ja, mit dem Geld. Ja, mit den Moneten. Und aufpassen, dass wir währenddessen nicht von Dinosauriern gefressen werden. Kommt vor in Lego Jurassic Park, dass man von Dinosauriern gefressen wird und sie hüpft man ja ordentlich in die Scheiße. War im Film, glaube ich, nicht so. Die Filme muss ich auch mal wieder gucken. Ewig nicht mehr geguckt. Hab sie natürlich alle im Regal. Ich habe sie in der Collectors Edition, also in alle vier in einem Pack. Lego Jurassic Park, Lego Jurassic World, Lego
Jurassic Park Vergessene Welten und Lego Jurassic Park 3 war jetzt nicht die richtige Reihenfolge, aber so habe ich es bei mir drin. Sind gute Filme. Einige sind gut, einige sind besser, einige sind schlechter. Wie es halt so bei Trilogien mit einem vierten Teil ist. Wird hier gleich angegriffen. So ein Mist aber auch. Ja, mit einem hohen Gras hier. Von einem wilden. Was ist das? Triceratops? Könnte durchaus sein. Ich bin nicht so Dinosaurier-Fan. Ich bin kein Dinosaurier-Fan. Ja, geh nicht ins hohe Gras ohne Pokémon. Das könnte gefährlich werden. Du könntest von einem Dinosaurier angeknabbert werden. Los, Brechstangel. Ich brechstangel hier den Baum auf. Ja. Wo kommt denn der hier her? Auf einmal. Wir können uns aber scheinbar riechen. Ist nicht so gut. Und der mäht den Rasen. Und der Dino. Der mäht das hohe Gras. Damit keine Pokémon mehr drunter auftauchen können. Mäht sie alle gleich mit weg. Okay. Ach, war ein Prank. Fußprank. Im Dschungel. Ja, sag mir was. Mr. DNA. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Akrobatische Charaktere können unter rosa-blauen Lego-Gegenständen wie diesem hindurch rutschen, um neue Gebiete zu erreichen. Okay, haben wir einen akrobatischen Charakter? Ich hoffe ja. Sie hier? Jo, sie ist akrobatisch. Dann kann sie mal hier irgendwie den Weg freiräumen, weil die restlichen Charaktere müssen auch noch hindurch. Das wäre praktisch, wenn die auch noch durch könnten. Oh, ja, das sieht nach einer Mechanik aus, die uns helfen könnte. Ich baue sie mal dort auf. Und aktivieren. Jupp. Ein Skelettanheber. Wenn das mal keine tolle Erfindung ist. So, hier noch dies und das kaputt machen. Ein Rucksack. Ein Bombenprank. Oh nein. Spricht der Körper auch noch. Ja, lebt halt einfach noch. Ich glaube, das ist ein Rucksack. Nein, ein Arm, ein Körper, entsprechender Körper. Genau so. Nein. Nein. Jetzt. Nein. Gut. Ah. Komm schon. Ach. Jetzt. Geilo. Haben wir es dann auch mal geschafft, nach 5 Versuchen. Das Ding hier zu öffnen. Was war da drin? Waren da diese zwei winzigen Dinosaurier drin? Diese Baby-Dinosaurier? Könnte durchaus sein. Och nö, ich zerstöre hier noch ein bisschen was. Junge, ich komme dann gleich wieder. Ich gehe dann noch mal kurz was besorgen. Ich komme dann in einer halben Stunde wieder. Beschäftige du dich mal mit dem Dino. Nee, Spaß. Ich komme dir zur Hilfe. Eile dir zu Hilfe. Was? Fotos gemacht? Das war die Hilfe? Wie so ein Kuchen oder ein Hühnchen.
2 von 5. Na toll, da warten ja noch 3 auf uns. Sind das die nächsten, die ich retten muss? Ich bin heute der Retter. Nick der Retter. Nick Van Oven der Retter. Und sie hüpft in die Scheiße und wollte Jump sagen und springt. Würde beides gleichzeitig sagen. Jumpt. Und jumpt in die Scheiße, wäre ein bisschen blöd gewesen. Das war doch gerade der Soundtrack. Ich kann bloß nicht singen, aber egal. Melodien summen kann ich auch nicht. Dann mach's doch einfach nicht, Zwergi. Naja, egal. Ich finde jedenfalls die Melodie. Erschreck mich doch nicht. Ich finde die Melodie super. Ultimativ. Eines der besten Soundtracks überhaupt. Auch wenn die Filme nicht unbedingt meine Lieblingsfilme sind. Der Soundtrack ist ultimativ. Und so sind wir jetzt weiter wahre Überlebender. Die Stat-Leiste sieht schon ziemlich voll aus. Ja, wir haben auch bisher überlebt, also auf jeden Fall sind wir Überlebender. Ob wir wahre Überlebender wären, ist eine andere Geschichte, aber Überlebender sind wir bis dato. Warte nur, hier noch ein bisschen was zerstören, um die Stats zu bekommen. Oh. Moin, Herr Dino. Jo, wahre Überlebender. Herr Saurier. Und Vornamen heißt er Dino, mit Nachnamen Saurier. Tag, Herr Saurier. Wie geht's Ihnen heute? Oh, dann kann ich die Schreiattacke benutzen. Genauso. Kann ich hier schreien durch die Landschaft laufen. Ja, genau so. Es hat ihn auf keinen Fall davon abgebracht. Ich habe hier gerade so eine halbe Minute lang geschrien. Aber gut. Scheint ihn nicht zu jucken. Nun dieser Cheeseburger hier, der scheint ihn zu jucken. So, und nun. Hier wird ordentlich geschrien. Ist das der Weg oder ist das einer oder muss ich einen anderen Weg gehen? Ich gehe einen anderen Weg. Halt einmal. Nee, ist langsam auch genug. So, jemand zerstört. Da geht's weiter, sehe ich doch schon. Hm. Wer ist hier der Jäger und wer der Gejagte? Jetzt mäst der Rasenmäher hinter ihm her. Oh Mann, dieser typische Lego-Humor. Kann mich an keinen Rasenmäher im Film erinnern. So, machen wir ein paar Fotos. Für die Presse hier. Für ein Lächeln. Auf. 5 von 5. Nice. Fossilstück erhalten. So. Haben wir das nächste Level auch abgeschlossen. Perfekt. Sind wir jetzt im Zwischenmodus, im Brettmodus, wo wir zur nächsten Levelplatte kommen können? Oder was? Oder wie? Verdammt! Gegen eine Stahltrommel, Stahltonne gehauen.
Okay, da brauchen wir den hier für, den haben wir jetzt gerade nicht zur Verfügung. Da müssen wir auch im freien Spiel was machen. Hier mal eine Mechanik aufbauen. Ist keine Mechanik, ist nur ein Balken, mit dem wir drüber springen können. So, und nun ein Haken. Wo ist der Haken? Werden wir mal den Haken finden an der Sache. Zack, los, hau drauf. Gut, dann halt nicht. Ihn brauchen wir dafür. Wieso habe ich diese Charaktere nicht? Ich habe hier einfach alle Charaktere nicht zur Verfügung. Ah! Jumpscare des Todes. Bei dir wird sich jemand Stimus angelegt. So, irgendwo muss doch sie hier einmal in den Kackhaufen drin. Was, ein Presslufthammer? Jupp, das ist der Haken. Da ist der Haken. Hey, nehmt ihr mir hier einfach den Haken weg? Ich will den Haken an der Sache. Och, Jungs. Verpisst euch. So, hier ansetzen. Und zieh und dran da und einmal ins Auto rein und oder auch nicht, so geht's natürlich auch. Und weiter in der Story hier. Und weiter auf der Mist, leider. Ins Dunkel. Aber er kann ins Dunkel. Traut er sich ins Dunkel? Hat er keine Angst vorm Dunkeln? Oder was? Nein, er hat eine Taschenlampe. Ein Leuchtfeuer. Um genau zu sein. Aktiviert. Perfekt. Dann läuft der Strom jetzt wieder. Was zum Geier ist das? Ach, ein Auto auf einer Hebe. Ah. Kapisch. Hab ich erst spät gesehen. Ein Auto auf dem Auto an der Hebe. Jo. Und nun? Da brauchen wir wen anders für, selbstverständlich. Was machen wir hier? Einmal sie. Sie schreit mal wieder die Glasscheiben durch. Schon können wir rein. Ach so, den habe ich ja nicht gesehen, den kleinen Fratz hier. Hab gedacht, ist da irgendwie ein unsichtbarer Lichtschrank oder sowas? Warum werde ich von der Tür verletzt? Und Luft. Ich erledige mit der Faust den Haken. Oh, dich kann ich nicht so leicht mit der Faust erledigen. Wie die mich hier mal erschrecken. Kommen die einfach aus dem Gebüsch heraus. Ja, hau ab. Ach, noch so einer kleiner Kinnhaken. So, zack. Jetzt bist du hinüber. So, das einmal zusammenbauen. Aktiviere. Nein. Aktiviere. So. Und noch einmal. Ich sag noch einmal. So. Ordentlich. Und der Strom fließt. Eins. Wieso kann ich da nicht durch? Die Fenster sind doch offen. Hey, ich könnte mich ja schneiden. Sorry. Könnte ja passieren, dass ich mich am Fensterglas schneide.
jede Dame. Oh, ein Tankauto oder was? Wird jetzt getankt oder? Und was ist Sinn und Zweck der Sache? Lauf hier! Schnell raus hier! Lauf! Aufgetankt! Komm mal fahren! Irgendwo rein, wo irgendwo rein? Dort rein vielleicht? Ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat dieser weitere Part, dieser zweite Part von Lego Jurassic Park, Vergessene Welt oder wie es heißt, gefallen. Gebt es ein Video einen Daumen nach oben, soll es euch gefallen haben, sollte das der Fall sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja nicht das nächste Video verpassen wollt. Ja, würde ich mich drüber freuen. So würde mich sehr unterstützen. Und ihr könnt kostenlos eine Meldung erhalten, wenn ein neues Video da ist. Ihr könnt mich ja kostenlos abonnieren. Schaut noch das Video, was ihr eingeblendet ist in der Endcard. Ja, ansonsten, ja, schaut euch noch die Playlist an, die müsste hier irgendwo verlinkt sein innerhalb des Videos. Da gibt es dann noch 5 Parts aus Lego und Jurassic Park und ein Part aus Jurassic Park verlorene Welt, vergessene Welt, wenn ich mich nicht komplett irre. Weiter geht's im nächsten Part hier. Und dann würde ich mal sagen, habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und ja, haut rein.